Die Industriekschaft, das Quiz auf drei Rädern, wird Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Herzlich willkommen zur Industriekschaft, Vorarlbergs erster und einziger Quiz-Rikscha. Ja, wir sind heute in Bludenz unterwegs, in der wunderschönen Alpenstadt. Suchen uns jetzt unsere Kandidaten und wie immer geht es um Gutscheine für Vorarlberg East. Hallo, grüß euch. Hallo. Heide. Ja, wie schaut es aus? Gehen ihr gerne essen? Ja, hin und wieder, doch, gern. Du? Ich hätte nämlich ein fantastisches Angebot. 40 Euro für Vorarlberg ist Gutscheine. Okay. Und was muss ich da tun? Eigentlich ganz leicht. Du hockst da auf unsere Quiz-Rikscha, lass dich von mir rumführen und beantwortest 4 Fragen. Machen wir. Wunderbar. Fahren wir beide mit? Ja. Super, dann nehmen wir Platz am besten. Wunderschön heute, ha? Mhm. Fein. Ihr seid von Bludenz? Wir sind von Bludenz, ja. Alles klar, ein Heimspiel quasi. Ja, genau. Super, super. Ist fein. Mal angenehm. Ja, die haben wir mit freundlicher Unterstützung von der Senekura Bludenz und von der Stadt Bludenz haben wir die Rikscha gekriegt. Mhm. Ist natürlich auch herrlich, wenn wir das dürfen. Ja. Ja, wie gesagt, 4 Fragen, gerne nicht so schwer, manchmal ein bisschen zum Rot, aber ich bin ja auch nicht da. Okay. Fangen wir mal an, gemütlich. Und zwar hätte ich jetzt gern gewusst, circa wie viel von der Vorarlberger Landesfläche ist mit Wald bedeckt? Also sind hier immer 3 Antwortmöglichkeiten. Mhm. Also ist das circa ein Drittel, circa die Hälfte oder circa ein Viertel von der Gesamtfläche Vorarlbergs mit Wald bedeckt? Boah, das ist mal mehr als die Hälfte, sicher. Hätte jetzt gesehen. Also zwei Drittel, oder? Ein Drittel, ein Nein. Viertel oder die Hälfte? Ja, mal die Hälfte sicher. Meinst du so viel? Ja, meinst du viel. Eigentlich viel Wald und Ding. Wohl, hätte ich jetzt schon gesehen. Ja, die Hälfte. Die Hälfte ist es? Ja. Oh, das ist leider nicht richtig. Nicht, ne? Es ist nur unter Anführungszeichen ein Drittel. Okay. Macht nicht. Kann man alles erholen. Und zwar, welche Gemeinde Vorarlbergs, hast du das Gefühl, ist flächenmäßig die kleinste? Ist das Röns, Rötis oder Mäder? Das ist aber überhaupt kein Anhaltspunkt. Röns. Hätte jetzt gesehen. Was siehst du? Röns. Röns, siehst du? Ja. Flächenmäßig die kleinste Gemeinde Vorarlbergs ist tatsächlich Röns, ja. Gut. Das ist richtig. Okay. So, jetzt schauen wir mal, was der Bus tut, wo der hinfährt. Wir fahren nämlich da links, hätte ich gesehen. So, dann haben wir jetzt haben wir einmal eine falsch, eine richtig, macht gar nichts. Was haben wir noch? Die dritte Frage, Entschuldigung, ist eine Frage der Vorarlberger von der Wirtschaftskammer, Sparte Industrie. Okay. Ja, ist unser Partner bei der Sendung. Mhm. Ist eine Schätzfrage. Wie hoch schätzt du das Importvolumen im Ländle 2021 gesehen? 6,2 Milliarden Euro, 9,2 Milliarden Euro oder 12,2 Milliarden Euro? Was? 6,2, 9,2 oder 12,2? Was? Ja, das muss man raten. Das weiß kein Mensch. Das wissen Sie, glaube ich, nicht einmal alle bei der Wirtschaftskammer. Also ich nehme die Mitte wieder. Du nimmst Mitte, ja. 9,2 Milliarden Euro, ja. Importvolumen 2021. Ja. Ist richtig. Okay, gut. Ja. Tatsächlich so, da ist Stopp. Wir müssen so die Verkehrsregeln halten. Einmal Stopp. So, und dann da rauf. Schön anders dort geblutet. Wohl. Nimm Wetter nochmal. Nochmal mehr, ja. So, jetzt habe ich noch eine Frage, da muss man vielleicht auch raten, als ich hätte müssen. Wie viele Nachbargemeinden, glaubst du, hat Dornbirn? 15, 18 oder 20? Also es sind generell viele, habe ich mir gedacht. Also ich bin selber erschrocken.
Aber Dornbirn hat entweder 15, 18 oder 20 Nachbargemeinden. 15? Ich sage 15. Was siehst du? 15. 15 ist richtig. Gut, so viel. Dornbirn hat 15 Nachbargemeinden, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, weil ich es nicht aufgeschrieben habe und selber nicht weiß. Aber es ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, wir haben 3 von 4, das ist immerhin 30 Euro, da kann man schon was essen cool. gehen. In einem Partnerbetrieb von Vorarlberg ist, gibt es jetzt Blut und Zahnhofen. Mhm. Super. Ja, jetzt tue ich wieder zurück, wo ich aufgabelt habe. Weil wir sind auf dem Weg zum Spielplatz gewesen, gell? Genau, ja. Ja, ist natürlich auch ideal bei dem Wetter, ein bisschen zum Spielplatz. Und einkaufen. Ja, vielleicht könnt ihr dann gleich schnell zur Remise gehen und die gleich einen Gutschein einlösen. Ich weiß nicht, ob die dabei sind, aber ich denke schon. Schauen wir mal, gell? Da haben wir sie alle miteinander. So, jetzt fahren wir da wieder. Ach, wo ich euch aufgelesen habe. Jetzt holpert es kurz. So. Wunderbar. Sehen wir wieder da. Wie cool. Super. Super Sache. Ja gut, jetzt sind wir wieder da. Ihr müsst, glaube ich, zuerst aussteigen, weil sonst kippt man die Rikscha führen. So, da, wunderbar. Ja. Gut gemacht. Gut Schweizer. Wohl. Wörtlich gesehen. Wörtlich gesehen. Finde ich auch, ja. Ja gut, wie gesagt. 3 von 4 haben wir gehabt. Vorarlberg East. Kann man schon auch schauen, wo es überall gibt. Einen muss ich leider abzügen. Ja. Macht nichts, aber mit diesem aber so viel Wald haben wir dann halt doch nicht. Ja, doch nicht. Hätte es gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch trotzdem einen guten, lass es schmecken. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. Haben wir es. Tschüss. Tschüss. Gut. Danke. Die Industriekscher, das Quiz auf 3 Rädern, wurde Ihnen präsentiert von der Sparte Industrie, der Wirtschaftskammer Vorarlberg.